Hallo. Da Weihnachten war und ich zu Weihnachten ein paar Puzzle gekriegt habe, haben wir wieder jede Menge gemacht. Zumindest ein bisschen. Ich würde mal sagen, wir machen dieses nette, bunte Puzzle. Katzenpuzzle. Ja. Da gibt es ganz viel. Die sind 2000. Der Opa von Löwengret, das war wahrscheinlich das gewesen. Also. Ah, das ist ein Hehepuzzle, ein Tausender. Und ich habe nicht nur die Katze, sondern ich habe auch den Katzen. Aber da war ich warm, war nicht so gern mag wie Katzen. Das ist echt komisch, die Schachteln sind verschieden groß. Also die Katze hat ihre Eigenheit und macht auch hechere, wie ich gesagt, große Schachteln. Schauen wir mal, ob wir reinkommen. Schauen wir uns das mal an. Schön verpackt in Schachtel. Hehepuzzle. Gibt's da. Da gibt's einen Katalog dazu. Das schaut ja vielleicht gut wieder aus. Ja. Timekeeper. Suvil. Das sind die komischen Monster. Eins von diesen Monster habe ich ja. People, Andre, Frieda, okay. Charlie Pets, da haben wir eine zwei. Die gefallen mir eigentlich irgendwie so gut. Enigma Trees, das ist auch schön. Ja, die haben wirklich viele schöne Puzzle. Kerze, Exotic Garden Maps. Oh, das sind ganz große dabei. Das ist ein 6000er. Das ist ein. Nein, das ist ein 1000er. Okay. 2000? 2000. Floral Fans. Also die Rosina Wachtmeister finde ich auch voll super. Also die Katzen gefallen mir so. Das ist so lieb. Aha. Edition Alexander von Humboldt, das sind einfach Fotografien, Naturfotografien. Magic Forest, Power of the Nature, Mischmasch, oh Mann, ey. 3000 Teile. Und das Funky Zoo, der hat Puzzle zum Aneinanderreihen. Also das sind zwei Tausender, die man zusammen da kann, wenn man will, aber wahrscheinlich sind es eigenständige. Da ist ein 1500er, also das sind lauter Dreieckspuzzles hier, also das sind die bisschen komischen. Genau. Und da haben sie noch Werbung für Puzzle-Konserver und Accessoires. Nett. Die Teile schauen schlecht aus. Ich habe mich schon gerade gefreut. Ich habe zwar das erste zuerst das Mechanik-Puzzle ausgepackt. Ich habe es aber noch nach einer Zeit aufgeben, dass ich es aufnehme, weil einfach die sind total matt. Die sieht man in dem künstlichen Licht gut. Die glänzenden an Aluminiumpuzzle, das ich vorher längst gekauft habe, und es habe ich dann auf Kamera gebaut, weil es ist so anstrengend gewesen. Und mir hat es einfach nicht gefreut. Ich habe so lange gebraucht eigentlich, aber die haben wirklich eine ganz komische Oberfläche, richtig ein bisschen gerillt. Also so richtig, also man sieht das Gewebe drauf sogar noch. Aber das wird es wahrscheinlich schöner machen, A zum Bauen und B vielleicht zum Sehen. Ja. Also ich würde sagen, ich lege mal da auf, puzzle mal los, das mache ich wirklich wieder frei Schnauze. Hier Puzzle sind nämlich auch ganz gut zum Bauen. Da ist so Schrift. Ich werde es nicht unbedingt sortieren. Ach Gott, viel Puzzle.
Kann sein, dass nicht immer alle Teile in Sichtweite sind, aber ich glaube, das ist die zerstörte, wo ich baue. Versuche in Sichtweite zu bauen. Das habe ich beim letzten Mal auch, da habe ich es so weit vorbei gehabt, damit ich es gescheit sehe. Ja. Dann wünsche ich euch eigentlich nur mehr viel Spaß beim Puzzle schauen.